Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne meine ganz individuelle Abendroutine zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Gestern Abend habe ich euch ein bisschen mitgenommen, als ich im Badezimmer war, um einfach mal wirklich euch zu zeigen, was ich da so treibe. Ich verbringe meistens so ungefähr eine Stunde abends im Badezimmer. Das ist so meine Zeit, um runterzukommen, um die Zeit einfach für mich selber zu nehmen. Und das ist alles so in der Zeit gewachsen. Es heißt nicht, dass es da ein richtig und falsch gibt. Es heißt auch nicht, dass ihr genau diese Reihenfolge jetzt befolgen müsst. Es ist einfach nur die Reihenfolge, die mir persönlich am besten tut. Am gutesten tut gibt es nicht, ne? Nein. Und wo ich mich am wohlsten mitfühle. Und was bei mir halt einfach von Kopf bis Fuß am allerbesten funktioniert. Und das möchte ich euch einfach in diesem Video ein bisschen so zeigen. Natürlich seht ihr super viele Produkte von Kooperationspartnern von mir, weil ich ja auch langjährig Kooperationen habe und die Produkte verwende. Damit ihr aber auch was davon habt, habe ich A, super viele Rabattcodes für euch in diesem Video natürlich mal wieder mit drin. Und zum anderen, also B, habe ich hier so ein Paket, wo ein paar Kooperationspartner sich daran beteiligt haben. Was genau sich daran befindet, würde ich einfach mal gleich so sagen, wenn ich da einen Kooperationspartner erwähne, dass ich da dann quasi auch ein Produkt euch zeige und in die Box reinpacke. Ich glaube, das ist cool, oder? Dann wisst ihr am Ende, was drin ist. Vielleicht packe ich noch das ein oder andere Produkt noch zusätzlich hinzu. Vielleicht nehme ich auch eine etwas größere Box. Mal gucken. Ihr wisst, ich mache das super gerne mit den Verlosungen. Und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox unter diesem Video. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, ich bin tatsächlich so, dass ich mich ja im Prinzip jeden Tag schminke. Ne? Also ich habe hier YouTube als Job, als Beruf, als Berufung halt auch ein Stück weit. Dementsprechend schminke ich mich auch immer jeden Tag halt. Und ich habe mir angewöhnt, nachdem sich Tonnen voller Pinsel, die dreckig waren, hier angesammelt haben, dass ich jeden Abend Pinsel wasche. Das hört sich jetzt aufwendiger an, als es ist, denn im Prinzip sind es ja immer nur so 4, 5 Pinsel und ein Schwämmchen, was ich wasche. Das geht rucki zuck. Also das mache ich wirklich mal eben schnell. Dafür habe ich irgendwann mal in einer Trendradar-Box, das war glaube ich letzten oder vorletzten Monat, so ein Magnetvieh drin gehabt, was ich so geil finde. Und das habe ich bei mir an der Wand befestigt und das Seifenstück halt auch dann da so reingemacht. Und dann kann ich das natürlich immer wieder auswechseln. Das ist jetzt schon das dritte Seifenstück tatsächlich dran und dann wasche ich einfach meine Pinsel mit diesem Pinselwaschpad, was ich mal in so einem Nuvia Pinselset mit drin hatte, was ich mir mal gekauft habe, dieses Candy Set, ne? Und easy peasy, dann habe ich nachher schön gewaschene Pinsel und alles ist tutti. Das ist so angenehm, dass ich das so in meine Routine auch mit reingebracht habe und dass ich jetzt hier nicht mehr Berge voller Pinsel habe, die ich immer waschen muss. Das hat mir echt eine große, große Last von den Schultern genommen, das einfach mal in die Routine zu integrieren. Ja, dann geht die ganze Chose schon los, was so Pflege und so ein Kram angeht. Da muss ich mir natürlich zuallererst die Haare kämmen. Ne? Also ihr habt ja auch gesehen, ich habe erst einen Bommel gehabt, der wird erstmal aufgemacht, dann werden die Haare gekämmt und dann habe ich erstmal gekämmte Haare, weil es dauert dann eine ganze Weile, bis ich irgendwann wieder an meine Haare rangehe, um sie weiter zu kämmen oder so, weil ich kämme sie eigentlich nur dann, wenn sie trocken sind. Es sei denn, es ist so Richtung, so ab April ungefähr, ne, wenn die Haare lufttrocknen. Aber jetzt ist ja noch die Winterzeit, wo ich meine Haare ja auch föhne. Und da werde ich sie auch nur dann kämmen, wenn sie trocken sind. Ja, genau. Das kommt uns gleich nochmal irgendwie über die Füße tatsächlich. Wenn meine Haare gekämmt sind, bin ich eigentlich, also ihr seht mich ja jetzt natürlich auch im Bademantel und so weiter, ne? Aber normalerweise wisst ihr, wie Gott mich schuf und so, ne? Steht man dann da natürlich. Und dann kommt das erste Abschminkprodukt zum Einsatz. Da habe ich aktuell eins in Anwendung, weil ihr mich auch gebeten habt, einfach mal ein bisschen andere Produkte auszuprobieren. Eins von Niche Beauty Lab oder so nennt sich das. Da gibt es immer so Mystery Boxen und so. Da habe ich auch mal ein Unboxing zu gemacht, als ich unter den Haul abgedreht. Das kann ich euch mal hier im i verlinken. Den Balm mag ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne, aber ich teste ihn jetzt aktuell halt, ne, um euch im Aufgebraucht-Video auch mehr dazu sagen zu können. Ich persönlich kann euch nur empfehlen, dass ihr, wenn ihr euch abschminkt und bei den Augen seid, was ja quasi immer so der kritische Punkt ist, immer von quasi von der Augenbraue
vorsichtig runtergehen bis zur Spitze. Also nie reiben, nie hin und her rubbeln. Also wirklich immer in Wuchsrichtung der Wimpern, damit euch entweder gar keine oder so wenig Wimpern wie möglich ausfallen. Denn das ist das, was ich ja auch immer wieder bei mir züchte und wo ich nicht möchte, dass mir auch nur eine einzige Wimper ausfällt. Und durch dieses Double Cleansing, was ich ja mache, hat sich das auch wirklich bewährt, ne? Also dass es auch wirklich hilfreich ist. Wenn ich dann meine Wimpern von unten sauber mache, dann mache ich das, als wären meine Finger quasi Mascara und gehe dann quasi so nochmal von der Wurzel halt auch wieder bis zur Spitze durch und alles wirklich vorsichtig. Wenn ich das gemacht habe, sehe ich total verrückt aus und bin natürlich mega verschmiert. Das sieht immer fancy pansy aus und das ist dann der Moment, wenn ich halt unter die Dusche gehe. Da habe ich euch selbstverständlich nicht mitgenommen, aber ich habe euch mal eingeblendet, was ich so in der Dusche benutze. Und genau, ne, weil Eddie ist unter der Dusche, Leute, ne, ich bin da ein bisschen prüde unterwegs, ihr wisst, was ich meine. Das ist auch nicht der richtige Account dafür. Oder die richtige Plattform. Auf jeden Fall, ja, genau, verwende ich dann einen Abschminkschaum tatsächlich, weil ich das einfach, also erstmal ne, natürlich nass machen und dann kommt der Abschminkschaum. Abschminkschaum ist nochmal so ein bisschen, der geht noch ein bisschen mehr gründlicher drüber und nimmt es wirklich schön runter, weil du bist ja vorher mit Öl drüber gegangen. Dann kommt der Schaum, der nochmal alles schön löst und schön das Make-up richtig runternimmt und das Öl halt auch noch runternimmt. Der nimmt Verschmutzungen von deinem Gesicht mit runter und so. Da habe ich jetzt aktuell von Dalton einen ganz, ganz neuen Anwendung. Da wartet mal auf Montag, was Dalton angeht, Leute. Na, da kommt noch was. Genau, da habe ich jetzt nämlich jetzt gerade in diesem Video noch keinen Code, aber wartet auf Montag. Auf jeden Fall, genau, den teste ich aktuell aus, habe den an dem Tag tatsächlich gestern das erste Mal auch in Anwendung genommen und der hat mir sehr gut gefallen, also hat gut funktioniert, hat auch schön das Make-up runtergenommen. Was ich dann natürlich unter der Dusche mache, ist ganz klassisch Haare waschen, ne, ist klar. Was ich da wichtig finde und was ich auch gelernt habe, ist, dass ich dann Shampoo wirklich nur wirklich an meiner Kopfhaut auftrage und das massiere ich mir auch schön ein. Ich muss da auch nicht viel von verwenden, nur auf der Kopfhaut, ne, dass man halt den Ansatz damit sauber kriegt. Und das ist quasi ja gegen Fett. Und da habe ich aktuell ja die Produkte von Pomelo und Co. wieder in Anwendung. Ich hatte zwischenzeitlich auch andere Produkte verwendet. Ich wechsle das immer so ein bisschen durch. Und die Produkte von Pomelo und Co. tun mir persönlich echt am allerbesten. Die machen schöne Haare bei mir, die machen Glanz in die Haare. Die lassen meine Haare gesund und gepflegt aussehen. Ich mag die einfach super gerne. Also bei Pomelo & Co. habe ich auch aktuell einen Code, das ist Claudis Welt, damit bekommst du 50% Rabatt, glaube ich, ne? Das ist jedenfalls aktuell eben gewesen. Und wenn du dir auch noch Sets zusammenstellst, sparst du ja auch durch das Set. Da kannst du auch durch das Set an sich bis zu 30% sparen und dann kommt nochmal 50% Rabatt drauf. Und natürlich sind das dann Produkte, die ein bisschen hochpreisiger sind als die Produkte, die du in der Drogerie findest. Aber ganz ehrlich, du hast auch deutlich hochwertigere Produkte, denn die Pflege, die ich durch Pomelo und Co. in meine Haare reinbekommen habe, hatte ich wirklich vorher noch nie und deswegen bewerbe ich die auch. Das würde ich sonst nicht machen und ich stehe da volle Elle hinter. Die haben richtig, richtig gute Produkte. Ich habe euch auch ein komplettes Video mal nur über meine Haarpflegeroutine abgedreht. Das kann ich dir mal hier oben im i verlinken. Aber ich verwende jetzt auch wieder die Cosmic Shine Reihe. Das ist ja diese lila Reihe. Außer dienstags und freitags, wo ich ja sowieso andere Tage habe, wo ich auch Peelings und so weiter mache. Da habe ich ja dieses Matcha Scrub Scalp Treatment, ne? Das ist richtig, richtig geil. Und ja, also an dem Tag, also quasi gestern, habe ich verwendet dann den Shampoo, das Shampoo und den Conditioner. Shampoo, wie gesagt, nur Ansatz und an der Kopfhaut, ne? Und den Conditioner gebe ich mir dann so in die Längen und in die Spitzen rein, also quasi ab Ohrläppchen gebe ich mir das komplett unten rein. Und dann lasse ich den auch erstmal drin. In der Zeit, wo das so ein bisschen einwirkt, kann ich dann meinen Körper sauber machen. Da habe ich jetzt aktuell so ein Isana-Duschgel aus einer Limited Edition in Anwendung. Auch total süß, habe ich von meiner von meiner Stiefmama und meinem Papa zu Weihnachten Geschenk gekriegt. Und das riecht auch ganz toll und da ist ein Igel drauf und da muss ich immer an Irmgard denken, das finde ich total klasse. Auf jeden Fall. In der Zeit wirkt dann halt der Conditioner ein und genau, wenn ich dann halt meinen Körper gewaschen habe, gegebenenfalls mich rasiert habe und so, ne, dann wasche ich erst meine Haare ab und dann gehe ich auch schon fast direkt aus der Dusche raus. Also das mache ich wirklich als letzten Schritt, bevor ich aus der Dusche rausgehe, damit der Conditioner halt wirklich in die Haare einziehen kann. Ich weiß nicht, ob
das Conditioner können, aber ne, damit er halt wirklich seine Pflege entfalten kann. Und weil ich ja so viel gerade über Pomelo und Co. geredet habe, zeige ich euch auch mal die Produkte, die ich von Pomelo und Co. für euch noch geschickt bekommen habe. Da habe ich einmal Matcha Magic Smoothing Hair Treatment, das ist eine Haarmaske, die mit in das Verlosungspaket reinwandert. Dann habe ich hier auch noch aus der Bamboo Defense Deep Cleansing Shampoo Geschichte, Reihe was? Was ist das für ein Satz? Habe ich hier ein Shampoo. Und Leute, dieses Shampoo reicht, wenn ihr euch jeden Tag die Haare wascht, 2 Monate. Ohne Witz. Also bei mir und meiner Haarlänge ist das so, ne? Da hält bei mir ein Shampoo von Pomelo und Co. 2 Monate. Und dann habe ich hier auch noch mitgeliefert bekommen für euch den Peach Paradise Nourishing Conditioner für etwas mehr nährende Pflege. Und sowas hält bei mir ewig. Also auch 2 Monate. Wirklich easy. Und ja, tolle Produkte kann ich euch wirklich empfehlen. Und die 3 Sachen kommen zuallererst in das Verlosungspaket mit rein. Voll gut. Und vielen, vielen Dank an Pomelo & Co., dass ihr dann auch noch zusätzlich diese Produkte mir geschickt habt für euch. Genau. So, wenn wir dann soweit in der Dusche gesäubert und gereinigt und gepflegt sind. Ja, ich habe da übrigens tatsächlich auch mein Duschradio. Da werde ich ständig nachgefragt, wenn ich auch auf Instagram das in meiner Story zeige. Das habe ich letztens auch an Danny geschickt in unserem Tauschpaket und habe dann auch schlauerweise mir ein weiteres selber gekauft. Ich kann das in der Infobox mal verlinken. Das ist von Amazon, aber die gibt es auch zum Beispiel bei uns bei der Postenbörse, nennt sich das. Also Thomas Phillips gibt es ja auch überall in Deutschland und so. Und ich glaube, bei Action gibt es auch ab und an mal. Kostet nicht viel. Ich glaube, 5 bis 10 Euro oder so. Das geht über Bluetooth dann an mein Handy. Und ich gucke ja immer, wenn ich unter der Dusche stehe, YouTube, ne, ist klar. Und man kann tatsächlich auch mit dem Vieh sogar telefonieren. Aber da ist die Sprachqualität doch sehr schlecht. Also das habe ich tatsächlich schon mal versucht. Und man hat ja auch die ganze Zeit Dusche im Hintergrund. Also da, ne, wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein. Egal, wir sind jetzt weiter bei der Abendroutine. Auf jeden Fall. Wenn ich dann fertig bin mit Duschen, ist es so, dass ich mich eigentlich tatsächlich noch einmal kalt abdusche. Und ja, das ist crazy, wenn es so richtig sackenkalt draußen ist, ne? Und ich eher so dieser Freund davon bin, alles gemütlich und muckelig und gar keinen Bock, dann mache ich das nicht. Aber ich sag mal so 11 Monate im Jahr dusche ich mich noch einmal kalt ab, bevor ich dann aus der Dusche rausgehe, auch meine Haare. Und das ist wirklich angenehm. Also man fühlt sich, auch wenn ich das abends mache, dadurch irgendwie besser. Ne? Genau, so, dann bin ich fertig geduscht und trockne mich ab. Wichtig ist hierbei tatsächlich, dass ich auch wirklich verschiedene Handtücher habe, die auch wirklich super regelmäßig gewechselt werden müssen. Vor allem das Gesichtshandtuch. Also das muss man wirklich alle 1, 2, 3 Tage wechseln. Ein extra Handtuch nur fürs Gesicht, ein extra Handtuch nur für die Haare und ein extra Handtuch habe ich für meinen Körper. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich weniger Pickel im Gesicht bekomme, dass ich weniger Unreinheiten habe und dass meine Haut dadurch einfach sich wirklich verbessert hat, ne? Weil so hast du halt nicht, dass du dir deine Füße vielleicht abgetrocknet hast und dann Sachen von deinen Füßen ins Gesicht. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, genau, wenn ich dann trocken bin, schöne Formulierung, setze ich mir ein Haarturban auf. Den habe ich jetzt, glaube ich, irgendwann mal bei Action oder so gekauft, diesen türkisblauen, den ihr da seht. Finde ich einfach schön, dass die Haare aus dem Gesicht raus sind. Die sind dann ja zusammengezwirbelt hinten mit diesem Bommel festgemacht, ne, mit diesem Knoten. Und ich finde die klasse. Die gibt es auch bei Pomelo und Co., muss man einfach mal schauen. Wichtig für mich persönlich ist dabei, dass sie lang genug sind, weil ich halt lange Haare habe und die halt wirklich alle da rein müssen. Ansonsten kriege ich einen Film und das wäre halt blöd. Ja, dann geht die Party weiter und dann gucke ich mir natürlich im Spiegel nochmal so ein bisschen mein Gesicht an. Was ist da eigentlich gerade Phase? Was brauche ich überhaupt an Pflege? Bevor ich irgendeine andere Pflege auftrage, es sei denn, es ist eine Maske, die ich nachher abwasche, dann macht das keinen Sinn, wenn man im Vorfeld einen Toner aufträgt, ne? Aber wenn das eine Maske ist oder eine Ampulle, die ich verwenden möchte, die auf dem Gesicht verbleiben, dann verwende ich im Vorfeld erstmal einen Toner. Da habe ich jetzt aktuell einen So Rose irgendwas in Anwendung. Muss ich erstmal gucken, wie ich den überhaupt finde. Den trage ich mir dann mit einem wiederverwendbaren Wattepad einfach auf, tupfe ich mir einfach so ganz entspannt übers Gesicht, damit die Haut so ein bisschen darauf vorbereitet wird. Hey, sei ganz entspannt, nachher folgt noch ein bisschen weitere Pflege, aber erschreck dich nicht allzu sehr, denn ich habe eine trockene, sensible Gesichtshaut und die muss halt wirklich mit sehr viel Vorsicht behandelt werden und brauche jetzt gerade im Winter extrem reichhaltige Pflege. Das sehen wir gleich noch. So, ja, es ist ein bisschen viel, was ich an Kram verwende und das muss man sich
auch irgendwie so, also ich habe das ja nicht von jetzt auf gleich, mache ich die ganze Bandbreite. Nee, das kam so nach und nach. Ne? Das muss man halt wirklich sich so überall, also das müsst ihr wissen. Alles andere wäre jetzt ein bisschen hardcore, wenn ich sage, ihr müsst das jetzt alle 50 Schritte Gefühl machen. Ne? Das wäre ja bekloppt. Macht das so, wie ihr euch wohlfühlt, wie ich das ja schon gesagt habe. Ne? Genau, so, was mache ich dann? Und dann suche ich mir aus, was ich dann für ein Produkt verwende. Gestern habe ich mich einfach dadurch, dass ich meine Menstruation jetzt gerade hatte und so ein paar Unreinheiten habe, habe ich mir gedacht, alles klar, Claudinchen, tu was gegen deine Unreinheiten, mach was gegen die Pickel. Habe mir dann die Anti-Pickel-Maske halt von Dalton genommen. Die habe ich letztens erst zugeschickt bekommen. Das seht ihr auch Montag im Haul. Also seid auf den Haul gespannt, Leute. Ich sag euch das. Auf jeden Fall gab es dann dort dann die Anti-Pickel-Maske. Und ja, die muss ja eine Weile einwirken. Und ich mache das jetzt nicht so, dass ich mich dann auf die Couch lege und chille, da bin ich einfach viel zu fimmelig für. Ich mache dann in der Zeit meine Körperpflegeroutine und auch das ist in den Jahren halt einfach gewachsen. Ne? Genau, ich habe mir einfach angeeignet, dass ich an meine Oberschenkel, also wirklich komplett von Knie bis Poppes, sage ich mal, mir ein Öl aufgebe. Da habe ich jetzt aktuell eins von Rituals in Anwendung. Ist eigentlich ein Gesichtsöl, aber das funktioniert 1A an den Stellen, wo ich es gerade verwende. Denn das verwende ich jetzt auch aktuell für meine Mumu. Und das ist halt auch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Oh, das habe ich ganz vergessen. Unter der Dusche habe ich natürlich auch eine extra Intimwaschlotion. Ne? Also das ist auch für mich noch eine separate Geschichte der Reinigung. Das mache ich ja nicht mit dem Duschgel, ist klar. Weil da Parfüme drin sind. Ne? Auf jeden Fall, wenn ich dann Pflege und so weiter, extra Portion Pflege auch dort, weil sehr sensible Haut. Oh mein Gott. Ich habe damit überhaupt keine eingewachsenen Härchen mehr. Ich habe da einfach, es ist alles irgendwie angenehmer für mich, ne? Und ich kann es euch nur empfehlen. Im Sommer ist das ein bisschen schwierig, wenn man dann ja auch schwitzt und so und sich dann halt da Öl hingegeben hat, klar, aber dann schwitzt man dadurch natürlich auch ein bisschen mehr. Da muss man halt zusehen, dass man Öl verwendet, was schnell einzieht, aber da gibt es ja auch extra Trockenöle oder halt auch extra genau für diesen Intimbereich Öle, ne? So, genau. Was auch noch zusätzlich bei mir gepflegt wird, sind die Hupis, weil ich bin 32 Jahre alt und die Schwerkraft sagt ganz laut, hallo, hier bin ich. Natürlich kannst du nicht gegen die Schwerkraft anarbeiten, aber man kann dafür sorgen, dass halt diese Partien auch so ein bisschen extramäßig gestrafft werden. Und da habe ich mir bei Purish, da habe ich auch aktuell eigentlich habe ich da immer einen Code, Claudiswelt15, da spart ihr immer 15% auf alle Produkte, die es dort gibt. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, ne? Also, da habe ich mir letztens eine Creme ausgesucht, die für Gesicht, Hals und Dekolleté ist. Und ich verwende die halt für Hals, Dekolleté und Hupis. Und das ist wirklich 1A. Also das ist eine ganz angenehme Creme, die habe ich jetzt zweimal verwendet, also gestern und vorgestern. Und die ist sehr reichhaltig, also die würde ich eher weniger im Sommer verwenden, sondern wirklich jetzt im Winter. Und tut mir gut, also ich kann mich nicht beschweren, die ist auch gut eingezogen. Denn das, was ich dann auch noch über alles drüber gebe, also on top, ist tatsächlich dann auch nochmal ein extra Körper-Eincreme-Produkt. In dem Fall verwende ich jetzt aktuell von Bilou so ein irgendwas mit Schnee. Ja, so ein Schaum halt, mag ich voll gerne, ist total angenehm, ist fluffig, zieht auch ganz gut ein, fettet nicht nach, also das mag ich sehr gerne leiden, tut mir ganz gut und ich hätte fast vergessen, euch zu sagen und zu zeigen, dass ich auch natürlich eine Fußcreme verwende, denn die Füße tragen uns den ganzen Tag durchs Leben, dann sollten wir da auch zusehen, dass wir die Füße dann auch abends richtig schön pflegen und denen Liebe geben und so, ne, und das mache ich wirklich abends dann und dann schön dicke Wollsocken drüber ziehen und 1A. Mega schön, ne? Genau. Ja, und was ich dann mache, wo bin ich denn jetzt hier? Anziehen. Genau, anziehen. Das ist mal ein wichtiger Punkt, ne? Wenn ich meinen ganzen Körper eingecremt habe, dann ziehe ich mir natürlich Kleidung an, Schlafkleidung und ja, gemütlich halt. Muss ja auch, ne? Mittlerweile bin ich jetzt übrigens schon bei unten lang, oben kurz angekommen, also dass ich mir ein T-Shirt anziehe. Das ist so eigentlich noch nie vorgekommen, dass ich im Februar ein T-Shirt, aber es ist relativ warm draußen, ne? Das ist der Wahnsinn. Okay, und wenn ich dann angezogen bin, dann geht die Party so richtig ab, denn dann kommt wirklich die heiße Phase der Gesichtspflege an Toch. Ja, auch da habe ich ziemlich viele Schritte, die ich dann natürlich durchgehe. Abends habe ich immer ein bisschen mehr, was ich mache, als halt morgens, weil morgens bin ich noch so durch den Wind, da kriege ich das nicht so voneinander. Abends definitiv. Und dann nehme ich mir auch die Zeit dafür. Und den Toner habe ich ja schon aufgetragen und die Gesichtspflege ist dann ja schon von der Maske in die Haut eingezogen. Die Reste kann ich dann schön einmassieren und ja, also entweder Maske oder Ampulle halt. Ne? In dem Fall war es ja eine Maske, die ich euch auch gezeigt habe.
Nachdem ich das gemacht habe, werden meine Augen schon mal angefangen zu pflegen. Wie gesagt, im Winter ist alles ein bisschen mehr, deswegen fange ich da an mit dem Augenlifting Booster von Beauty Mates. Beauty Mates ist ja auch eine tolle Kooperationsmarke, Kooperationsfirma von mir. Die sitzen in München, machen Wirkstoffkosmetik und kann ich euch mega ans Herz legen. Da habe ich auch den Affiliate-Rabattcode Claudi30. Damit kannst du auch 30% dort sparen. Und wenn du dir auch dein Set selber zusammenstellst, kannst du auch tatsächlich dadurch, dass du ein Set hast, sparen. Und dann sparst du ja nochmal on top mit Claudi30. Ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Und alle Produkte sind sowieso in der Infobox verlinkt. Habe ich noch nicht gesagt? Habe ich noch nicht gesagt. Genau, einen habe ich nämlich gleich noch. Genau. Augenlifting Booster. Vorsichtig einklöppeln, ganz entspannt. Gebe ich mir auch auf die Augenlider drauf. Das ist einfach ein Produkt, was super schnell einzieht, die Augenpartie liftet und die Augen zum Strahlen bringt und es schön pflegt. Das ist für mich schon mal eine schöne Vorpflege. Im Sommer werde ich den Solo tragen können. Jetzt im Winter ist bei mir alles furztrocken. Da gebe ich mir nachher nämlich nochmal on top was drüber. Aber bevor ich das mache, weil ich arbeite mich ja von Textur zu Textur, im Prinzip von super flüssig zu fest. Das ist so wie ich quasi meine Pflege verwende. Das heißt, nach dem Toner, die Maske, okay, ist nicht flüssig, aber ihr wisst, was ich meine, muss ja auch einziehen. Dann kommt dieser sehr, sehr flüssige Augenlifting-Booster drüber und nachdem ich das gemacht habe, kommt das Serum drauf. Da habe ich jetzt auch nochmal gesehen in meinem Spiegelchen, alles klar, Claudienchen, die Pickel sind natürlich nicht dadurch verschwunden, dass du eine Maske aufgetragen hast. Also gönne ich mir von Yepoda den Purify Hero. Das ist ein relativ neues Serum, was die in dem Sortiment halt mit drin haben. Das ist auch nochmal dafür da, um halt die Unreinheiten zu minimieren, Rötungen wegzumachen, die Haut zu beruhigen, das Hautbild so ein bisschen auszubessern. Und deswegen verwende ich den auch jetzt gerade abends super gerne. Es ist halt immer so, dass ich verschiedene Serien dann bei mir auch stehen habe und je nach Bedarf dann auch das Serum auswähle und dann verwende. Und das tut meiner Haut gut, ne? Dass ich da wirklich drauf achte, meine Haut mir intensiv anschaue. Ich hänge ständig vor irgendwelchen Spiegeln ab. Ne? Es ist ja auch klar, durch meinen YouTube-Kram hier immer sehe ich mich ständig selber. Wenn ich mich schminke, sehe ich mich natürlich von ganz nahem, wenn ich mich abschminke und so weiter. Und da achte ich dann natürlich auch auf das, was meine Haut gerade braucht. Braucht sie gerade mehr Feuchtigkeit? Braucht sie eher weniger Öle oder sowas? Ne? Und dahingehend sollte man immer einfach aufpassen, was man dann mit der Haut macht. Genau, das Serum ist aufgetragen und da hat auch Yepoda hier etwas beigesteuert und zwar mein absolutes Lieblingsprodukt. Das ist der Calm Balm mit Oliven- und Kokosnussöl und das ist so ein geiles Teil zum Abschminken, Leute, ich sag euch das. Da kann Niche Beauty Labs echt gegen einstecken. Da kann auch Elemis gegen einstecken und alle anderen, die ich bislang getestet habe, sind einfach nicht, bei weitem nicht so gut wie der The Calm Balm und das ist jetzt sogar in der neuen Verpackung. Habe ich jetzt hier einmal und den packe ich euch auch mit in das Verlosungspaket mit rein. Ta-ta-ta-ta. Das finde ich auch super, denn das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Produkt, was halt auch gut für sensible Haut geeignet ist. Ne? So, ich habe gesagt, dass... habe ich nicht. Jetzt kommt erstmal die Lippenpflege, denn die haben wir ja schon vollkommen vernachlässigt. Wir haben zwar so ein bisschen was abgeschminkt, aber wir haben sie noch nicht gepflegt. Da habe ich jetzt aktuell von Dalton einen Lippenpflegestift in Anwendung, den ich auch richtig klasse finde. Ist er seinem Preis gerechtfertigt? Ich weiß es noch nicht so ganz, ne? Also der ist schon sehr, sehr gut. Da kann man nichts anderes zu sagen. Es ist ein sehr guter Lippenbalsam, ja. Es ist aber unterm Strich halt ein Lippenbalsam. Da bin ich eher Fan und auch absolut davon überzeugt von den Masken. Und da packe ich euch jetzt hier auch von Dalton meine absolute Lieblingsmaske mit rein. Das ist die Hydro-Lift-Maske, die einfach auch zweimal tatsächlich sogar verwendet werden kann. Ne? Packe ich euch mit ins Verlosungspaket. Ist hammermäßig geil, ich sag euch das. Also wenn ihr die einmal verwendet habt, dann seid ihr wahrscheinlich genauso wie ich ein bisschen angefixt. Genau, so, als nächstes extra Portion Augenpflege. Da wollte ich jetzt zum dritten Mal wieder hin, ne? Da habe ich jetzt aus dem neuen Catrice-Sortiment mir diese Eye-Night-Repair-Bla-Geschichte genommen. Ich bin davon noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber ich möchte halt auch Drogerieprodukte zwischendrin mal so ein bisschen testen. Das neue Sortiment von Catrice bekommt ihr übrigens auch bei Purish und da gilt auch mein Code, Claudi15 natürlich. Ne? Auf jeden Fall habe ich die jetzt in Anwendung. Ich finde die okay, aber die haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Da habe ich zum Beispiel meine Klinik All About Eyes, die mich einfach so ein bisschen mehr catcht und halt aber auch irgendwie fünfmal so teuer ist, ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, ich teste mich durch. Ich werde euch dann da auch eine ausführlichere Review geben können, wenn ich die Produkte aufgebraucht habe.
Ja, wenn das getan ist, mache ich weiter. Was mache ich denn jetzt? Genau, endlich kommt meine Creme dran. Und zwar habe ich da auch von Beauty Mates meine Hyaluron Cream Lift aktuell in Anwendung. Das ist die reichhaltigere Variante. Da gibt es ja auch die Boost Cream, aber die ist halt für mich im Winter zu wenig. Da brauche ich einfach mehr und deswegen gönne ich mir da die Hyaluron Cream Lift. Kann ich euch auch wirklich empfehlen. Da sind Ceramide drin, da ist Cica mit drin, Moringa, Öl, Mango, Butter und so. Richtig gute Inhaltsstoffe. Super geeignet für meine sensible Haut und ja, auch da, Claudi 30, gönnt euch hart. Ja, genau. Tolle Geschichte. Du kannst natürlich auch diese ganzen Booster, die es von Beauty Mates gibt, in diese Creme mit reinmischen. Aber ihr habt ja gesehen, ich hatte mich ja in dem Moment für ein Serum entschieden. Halt dieses Purify Hero Gedönsen von Yepoda dementsprechend. Ne? Das ist immer sehr viel Denkerei, was ich dann mache. Aber irgendwann geht es einem in Fleisch und Blut über und dann macht man das halt eh alles automatisch, was man gerade so machen möchte. Es ist verrückt, ja. Ich habe mir tatsächlich auch eine Liste geschrieben zu den Punkten, die ich jetzt mache, weil eigentlich habe ich die so automatisiert im Kopf, wenn ich dann im Badezimmer stehe. Aber wenn ich mich jetzt hier so vor die Kamera setze und dann so frei heraus erzählen sollte, was ich so alles treibe, würde ich auch sagen, puh, ja, muss ich erstmal nachdenken, ne? Das ist eigentlich total dämlich. Egal. Genau, wenn ich dann endlich mein Gesicht fertig gepflegt habe und dann ja auch meinen Körper gepflegt habe, sind die Haare dran. Und da muss ich mir jetzt erstmal einen Schluck voll trinken, Leute. Und zwar kommt da auch wieder Pomelo und Co. in Anwendung. Nachdem ich die Haare natürlich aus dem Turban befreit habe, gebe ich mir so einen Leave-In-Conditioner halt in die Länge und Spitzen rein. Einfach, damit sie geschmeidiger werden, damit sie halt noch gepflegter werden und damit ich halt später besser durchkomme. Was ich dann mache, ist tatsächlich, dass ich meine Haare über Kopf föhne. Weil nicht nur, weil mir die Arme lahm werden, wenn ich das so machen würde, oder weil ich meinen Körper dann ja auch irgendwie vollkommen überhitzen würde, sondern einfach, das gibt auch noch ein Stückchen mehr Volumen mit rein für mich. Und ich verwende ja keine Styling-Produkte oder so, sondern ich versuche das einfach durch Schwerkraft und Techniken zu machen. Und genau, jetzt aktuell sind wir noch in der Föhnsaison, deswegen werden sie halt über Kopf geföhnt. Ja, wenn dies geschehen ist, kann ich mir dann endlich mal durch die Haare durchkämmen, weil das konnte ich jetzt ja die ganze Zeit quasi nicht, weil sie ja nass waren. Und dann mache ich mir meinen sehr bekannten Bommel, den ich einfach über alles liebe. Ich kann es halt einfach nicht haben, dass ich meine Haare irgendwie offen haben müsste, wenn ich schlafe oder so. Ich brauche die im Bommel und am liebsten habe ich dann meinen Bommel hier oben, weil dann kann ich mich auch nachher auf die Couch legen und habe die nicht irgendwie im Nacken sitzen oder so. Das muss halt irgendwie alles relativ bequem sein, ne? Ja, ich bin so ein Bequemlichkeitsmensch. Wenn die ganze Chose fertig ist, sind wir aber noch nicht ganz fertig, denn da kommt noch die kleine und sehr, sehr feine Abschlusspflegegeschichte noch hinzu. Zählt für mich auch noch zur Pflege, denn da kommen meine Seren zum Einsatz, die ich dann ja auf meinen Haaren verwende. Kann man das, ja, so sagen kann man das, ne? Aktuell verwende ich einfach ein Wimpernserum von Melusine Paris. Das hatte ich irgendwo in der Box oder in einem Adventskalender mit drin. Das verwende ich aber für meine Augenbrauen. Und denn mein Grande Brow ist leer geworden und ich habe jetzt aktuell keinen Nachschub. Und deswegen nehme ich halt das, was ich da habe. Ne? Und ob das jetzt irgendwie an den Wimpern zum Wachsen helfen soll oder an den Augenbrauen, scheißegal, der Applikator ist halt einfach nur unterschiedlich. Ne? Ja, mache ich mir dann, wie gesagt, auf die Augenbrauen drauf. Sowas hilft bei mir halt auch einfach unfassbar gut, weil das ja die Wachstumsphasen der Haare verlängert, diese Serien. Ne? Ich gebe mir ja dann auch das Grande Lash an meinen Wimpernkranz auf und das sorgt halt dafür, dass die Wimpern länger wachsen, also dass ne, sie halt nicht ausfallen, um aber dann noch mal zu verhindern, dass sie abbrechen, verwende ich für meine Wimpern von Lilly ist das, glaube ich, so ein Rizinusöl. Und das gebe ich mir, ist eigentlich auch ein komischer Applikator, das kann man irgendwie schlecht auftragen, aber das gebe ich mir halt wie eine Mascara dann auf und tusche mir damit quasi dann meine Wimpern. Ja. Und dann habe ich das Öl dann nämlich in den Längen drin, damit sie halt, also damit das verhindert, dass die Wimpern abbrechen. Dann habe ich das Serum an dem Ansatz drauf, das gemacht wird, dass sie auch länger ihre Wachstumsphase haben. Und dann ziehe ich mir den Bademantel an und dann gehe ich auf die Couch. Nee, Moment, ich benutze vorher dann noch einen kurzen Moment einen Deo-Roller, das ist auch noch wichtig, weil ich nachts halt auch irgendwie mal schwitze und so und irgendwie ist es angenehmer, wenn man da halt auch so ein frisches Gefühl hat unter den Achseln. Was unfassbar wichtig ist, aber was ich wahrscheinlich eigentlich gar nicht sagen muss, selbstverständlich auf der Couch gönne ich mir ein bisschen Naschikram, ne? Und nachdem ich meinen Couch-Moment hatte und mein Naschikram gegessen habe, gehe ich selbstverständlich nochmal ins Badezimmer, um mir die Zähne zu putzen. Super wichtig, ne? Darf man natürlich nicht vergessen. Und ja,
Ne? Ich sehe es gerade selber. Ich musste gerade wieder auf Aufnahme drücken, weil meine Kamera nimmt immer nur so eine halbe Stunde auf. Wow, das ist eine sehr umfangreiche Abendroutine. Und wenn ich mir das selber einfach mal vor Augen führe, wie breit das eigentlich ist, finde ich das auch wirklich krass. Und wie gesagt, es ist nichts, was man muss. Es ist alles nur kann. Es ist alles nur, wie ich es mache und wie ich es empfehle und ne, wie man das halt so von der Reihenfolge machen könnte. Aber muss ja auch nicht. Also letztendlich, jeder sollte es so machen, wie man sich wohlfühlt und wie man so seine Pflege, Reinigung und was auch immer so durchführen möchte. Ich kann euch nur Empfehlungen geben und ja, das wäre hier so meine Abendroutine gewesen. Wurde oft angefragt tatsächlich in letzter Zeit und ja, wie gesagt, super umfangreich. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden irgendwie erschrocken habe. Und eigentlich müsste nach so einer krassen Abendroutine doch mein Gesicht aussehen, als wäre ich die Göttin Venus überhaupt, oder? Dem ist leider nicht so. Naja, aber man tut, was man kann und es tut mir vor allem einfach gut. Es ist schön, wenn ich mir so im Gesicht rumstreicheln kann. Es ist schön, wenn ich meinen Körper so einschmiere, wenn ich mir dieses Wellness-Gefühl gebe, diese Rituale und so, ne? Das gefällt mir einfach am allermeisten an meiner Abendroutine und deswegen... Ja, mache ich das auch ganz gerne so. Vielen, vielen Dank an die ganzen Kooperationspartner, die sich an diesem Video beteiligt haben, durch Produkte, die sie mir zum Verlosen noch zur Verfügung gestellt haben, durch die ganzen Codes, die mir zur Verfügung gestellt worden sind und so weiter und so fort. Natürlich auch die Produkte und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, das war es jetzt hier von mir. Denkt an die Verlosung. Also das Paket ist noch nicht ganz voll. Da kommt noch ein bisschen was hinzu. Wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen was aus meiner Purish-Kiste, was ich da mit reinpacken kann und so. Und ja, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen... Ja... Claudi testet alles Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!